Das Tal der Gefallenen in der Nähe von Madrid. Hier liegen nicht nur die Überreste tausender Opfer des spanischen Bürgerkriegs, sondern auch die des ehemaligen spanischen Diktators Franco. Und die sollen jetzt weg von hier. Das spanische Parlament hat einem Antrag der Sozialisten zugestimmt, in dem die Umbettung des Leichnams Francos gefordert wird. Die Bevölkerung ist geteilter Meinung. Alles sollte so bleiben, wie es ist, denn es ist ein Denkmal für die Toten auf beiden Seiten des Bürgerkriegs. Sie sollten da bleiben, wo sie sind und Teil der Geschichte werden, ob wir nun dafür oder dagegen sind. Was diese ganzen Monumente zu Ehren des faschistischen Sieges und seines Regimes angeht, sollten wir ihnen einen radikal anderen Sinn geben als den, den sie gerade haben. Wir sind das einzige Land der Welt, wo Gewalt mit solchen Monumenten geehrt wird. Franco hatte 1936 durch einen Militärputsch den spanischen Bürgerkrieg ausgelöst. 1975 starb er. Er wurde in der Basilika im Grab der Gefallenen bestattet. Der Ort wird jährlich von vielen Menschen besucht, unter anderem von Franco-Anhängern.